Einer der wichtigsten Aspekte für gesunde, langlebige und leistungsbereite Milchkühe ist eine hohe Futteraufnahme. In diesem Video möchte ich euch anhand der sogenannten Hungergrube zeigen, wie man die Pansenfüllung und damit die Futteraufnahme kontrollieren kann. Mein Name ist Bernhard Unterbronner, ich bin Fütterungsberater bei der Landwirtschaftskammer. Die Hungergrube wird häufig auch als Warndreieck der Kuh bezeichnet. Sie zeigt uns den aktuellen Füllungsgrad des Pansens und es kann damit beurteilt werden, was die Kuh in den letzten 6 Stunden gefressen hat. Sie befindet sich von hinten gesehen auf der linken Seite der Kuh, hinter dem letzten Rippenbogen, den Dornfortsätzen und dem Hüftbeinhöcker. Zur Beurteilung gibt es 5 verschiedene Noten. In diesem Fall haben wir eine Kuh mit der Pansennote 1. Die Hungergrube ist hinter dem Rippenbogen mehr als eine Handbreit tief eingefaltet. Unter den Dornfortsätzen geht die Hautfalte nach innen und am Hüftbeinhöcker geht die Falte fast senkrecht nach unten. Die Kuh hat fast nichts gefressen. Gründe dafür können sein Klauenprobleme oder auch Stoffwechselerkrankungen beziehungsweise auch schlechtes oder zu wenig Futter. Hier haben wir eine Kuh mit der Pansennote 2. Die Hungergrube ist noch eine Handbreit tief in Form eines Dreiecks. Die Hautfalte geht noch unter die Querfortsätze. Die Hautfalte am Hüftbeinhöcker geht schräg nach unten in Richtung des Rippenbogens. Die Pansennote 2 sieht man oft bei frisch abgekalbten Kühen. Sieht man es bei Kühen, die schon in der Mitte der Laktation sind, ist das ein Zeichen von zu geringer Futteraufnahme oder einer zu hohen Passagegeschwindigkeit. Beziehungsweise strukturarme Fütterung kann auch das Problem sein. Hier haben wir die Pansennote 3. Die Hungergrube ist noch leicht zum Erkennen. Die Hautfalte unter den Dornfortsätzen geht eine Handbreit weit nach unten und biegt sich dann leicht nach außen. Die Falte unter dem Hüftbeinhöcker ist nur mehr leicht zu erkennen. Diese Pansennote ist optimal bei laktierenden Kühen. Hier haben wir die Pansennote 4. Die Einwölbung der Hungergrube ist nur mehr leicht oder fast gar nicht mehr sichtbar. Und die Hautfalte unter den Querfortsätzen biegt von dort gleich nach außen. Das ist für laktierende Kühe und Kühe in der Trockenstehzeit erwünscht. Hier haben wir die Pansennote 5. Die Querfortsätze sind durch die Füllung der Hungergrube nicht mehr erkennbar. Die Bauchhaut ist gespannt und auch der Übergang von der Flanke zur Rippe in diesem Bereich ist nicht mehr erkennbar. Das ist der Optimalzustand für trockenstehende Kühe oder auch für trächtige Kalbinnen. Durch die regelmäßige Kontrolle der Pansenfüllung können vor allem bei frisch laktierenden Kühen Erkrankungen frühzeitig erkannt werden und Vorbeugemaßnahmen ergriffen werden. Aber auch bei den trockenstehenden Kühen, besonders kurz vor der Alpkalbung, sollte auf die Pansenfüllung und damit auf die Futteraufnahme genau geachtet werden.